Hallo meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zum Kapitel 7 in unserem Kurs Esst Weizen, trinkt Milch. Kapitel 7 ist überschrieben mit wie wir die modernen Gifte in unserer Nahrung umgehen können. Und auch vor diesem Kapitel wie vor dem anderen möchte ich Sie darauf hinweisen, dass ich empfehle, die anderen Kursbeiträge, und es sind bisher schon 7 Beiträge gewesen, 6 Kapitel und ein Grundbeitrag, dass Sie diese sich chronologisch ansehen, rezipieren, die dort gebrachten Informationen von mir aufnehmen, damit Sie noch besser und effektiver mit diesem Thema in diesem Kapitel 7 umgehen können. Selbstverständlich ist es Ihnen frei, auch einfach quer einzusteigen und mit Kapitel 7 zu beginnen, aber das halte ich nicht für das Optimale. Sprechen wir also heute über die Notwendigkeit, Gift in unserer Nahrung zu umgehen. Wer schon an meinen Weiterbildungen oder teilgenommen hat oder eben Vorträge von mir erlebt hat, der weiß, dass ich dort immer ausgehend von einer großen Menge an Giften, die auf unserem Erdball emittiert werden, darauf hinweise, und weil die Menge eben so groß ist, darauf hinweise, dass deren Aufnahme, die Aufnahme der Gifte, dass wir der nicht wesentlich entgehen können. Und meine Empfehlung, dort waren immer die Hinweise, sich auf die Ausleitung der Gifte zu konzentrieren, weil wir und weil wir eben dann auch effektiv in der Lage sind, zu vermeiden, dass Gifte, die wir eben aufnehmen, leider aufnehmen müssen, dass die nicht so großen Schaden bei uns anrichten. Gleich in diesem Kapitel erfahren Sie aber, dass es auch einen Gesichtspunkt gibt, wo wir doch Potenzial haben, Potenzial ausnutzen können, um auch schon bei der Aufnahme der Gifte das zu reduzieren, die Gifte, die wir aufnehmen, zu reduzieren. Denn unser Thema heißt ja, wie wir die modernen Gifte in unserer Nahrung umgehen können. Und das ist also heute unser Thema. Und trotzdem lassen Sie mich kurz vorher nochmal den enormen Umfang erwähnen, Umfang der Gifte allein aus quantitativer Sicht, also wie die Größen sind, und hier kurz darstellen, ehe wir auf die Vermeidung der Gifte durch Umgehung der Gifte aus der Nahrung eingehen. Unser Planet, also unsere Erde, emittiert täglich pro Kopf Erdenbürger 2 Kilogramm Gift und Schadstoffe. Ich möchte das nochmal wiederholen. Pro Kopf und Erdenbürger emittiert unsere Erde täglich 2 Kilogramm Gifte und Schadstoffe. Da können wir uns sonst wohin zurückziehen, so wie ich das hier zum Beispiel mache, in die naturbelassene Umgebung in Brandenburg. Ich lebe in dem Ort Reichenwalde. Da können wir uns da zurückziehen und wir können es nicht vermeiden, Gifte aufzunehmen, weil in so einer großen Menge auf dem Planeten die Emission von Giften entsteht. Da gilt es also, Gifte möglichst effektiv und schnell auszuleiten. Das ist also mein Credo in den vergangenen Weiterbildungen und Vorträgen von mir gewesen. Und das sind eben solche Vorschläge wie gut Gifte ausleiten über Sauna, über Naturzeolit, sauberes Trinkwasser spielt eine große Rolle und Hagelkehr. Das sind also effektive Methoden. Es gibt auch noch weitere, ich weiß. Aber das sind die effektiven Methoden, die ich selbst einsetze, um Gifte schnellstens wieder aus dem Körper herauszubringen, damit sie dort nicht noch größeren Schaden anrichten. Nun geht es ja in diesem Kapitel darum, über die Vermeidung zu sprechen, also die Aufnahme zu reduzieren. Das ist also auch möglich und Sie werden also kennenlernen, dass wir es gut vermeiden können, Gifte aus der Nahrung zu umgehen, also die Aufnahme zu reduzieren. Aufnahme der Gifte wohlbemerkt. Sicherlich werden Sie staunen, wie einfach es ist, das zu bewerkstelligen. Und trotzdem ist es doch sehr, sehr wichtig, die Fakten und Zusammenhänge zu durchdenken und dass Sie meinen Ausführungen bitte folgen, um die Informationen effektiv für Ihre verbesserte Lebensqualität aufnehmen. Wie immer ist es so, wer Wissen hat, ist im Vorteil. Wer noch mehr Wissen hat, ist noch mehr im Vorteil für bessere Lebensqualität und Gesundheit heute. Also starten wir mit unserem Inhalt zu Kapitel 7.
Hier erfahren Sie also, meine Damen und Herren, wie wir die modernen Gifte in unserer Nahrung umgehen können. Zunächst müssen wir erst einmal feststellen, dass wohin wir schauen, überall Gluten vorzufinden ist. Gluten wurde quasi der Grundnahrungsstoff in einer vielfältigen Formvielfalt sozusagen, finden wir das überall, in allen Mahlzeiten. Es findet sich in Frühstückszusammenstellungen, es findet sich in Pfannkuchen, in Brot für Sandwiches, im Kuchen, Keksen, Nudeln, Pizza, es findet sich in Roggencrackers, in Meerkornchips, in Würstchen, ja in Sojasauce, Salatdressing, dort finden wir Gluten. Wir finden es in Brühwürfeln, im Bier, modifizierter Speisestärke, Entschuldigung, also auch in vielen Arten der Säuglingsnahrung. Wir finden es in Dosensuppen, in Fertigsoßen und was weiß nicht alles. Wir finden es quasi überall. Und das ist einfach zu viel. Wir sind, was Gluten angeht, eindeutig über das Ziel hinausgeschossen und müssen unseren Glutenkonsum herunterschrauben. Wenn wir zu den traditionellen Verfahren zurückkehren, die die Menschen über Jahrtausende genutzt hatten beim Verzehr und bei der Zubereitung hauptsächlich von Weizen, da kann unser Verdauungstrakt dann sich von dem übermäßigen Konsum von Gluten oder diesen Lebensmitteln, die ich eben erwähnt hatte, erholen. Dann geht es. Das ist die gute Nachricht. Die vielleicht radikalste Abweichung von unserem früher gesünderen Umgang mit Weizen ist die verkürzte Fermentierungszeit bei Brot. Mit der zunehmenden Nachfrage nach Brot verkürzte sich die Verarbeitungszeit vom Mehl zum fertigen Brot von wenigen Tagen, ja sogar auf nur 2 Stunden. Und es gibt sogar industrielle Fertigungsweisen für Brot. Und ich will das gar nicht Brotbacken nennen, Gottes Willen, das ist für mich wirklich abscheulich, muss ich sagen, wo man nur noch 15 Minuten am Tag einsetzt. Man lässt also den Teig noch 15 Minuten gehen. Und das hat eine sehr radikale Wirkung, diese radikale Abweichung, hat eine sehr radikale Wirkung, eine extreme Wirkung auf unsere Gesundheit und keine positive Wirkung. Und wenn wir zu einer Fermentierung, zu einer Sau, des Brots zurückkehren, also die Fermentierung vor der Zubereitung des Brotes, dann ist das die Zauberkunst mit dem Sauerteig. Was nutzen wir? Wir nehmen eine Mischung aus Wasser und Weizen und Zeit. Und die Zeit muss genutzt werden zum Ruhen. Dann setzen sich nämlich darin die Milchsäurebakterien bei der Gärung ein. Und bei diesem Fermentierungsprozess oder bei diesem Fermentierungsvorgang beginnen die Milchsäurebakterien, probiotische Mikroorganismen, die also von Natur aus im Weizen vorkommen, zu fermentieren und Zucker und Gluten im Weizen abzubauen. Also wir brauchen den Vorgang der Fermentierung in natürlicher Art und Weise zum Abbau von Zucker und Gluten im Weizen. Studien haben gezeigt, dass wir, wenn wir ausreichend Weizenmehl benutzen, um Brotteig, also Weizenbrot, herzustellen, wenn wir dort genügend Zeit einsetzen zur Fermentierung, nämlich den Milchsäurebakterien sozusagen genügend Zeit lassen, den Teig genügend lange ruhen, dann haben wir einen Glutengehalt von vielleicht 12 ppm. Das ist Parts pro Million, heißt das ppm, ja. Und alles, was unter 20 ppm ist, das gilt schon als glutenfrei. Also hätten wir ohne weiteres mit dieser Fermentierung glutenfreies Weizenbrot erzeugt. Und zwar auf natürliche Art und Weise. Und ich will das auch gleich sagen und wiederholen. Ich habe schon mehrfach darauf hingewiesen. So hat man traditionell in der Vergangenheit, bis eben dieser industrielle Wahn gekommen ist, um Brot eben industriell herzustellen, also in der traditionellen Art und Weise des Handwerks Brotbacken, hat man das immer schon so erreicht, auch in der Vergangenheit. Aber ohne Milchsäuregärung, also wenn wir zum Beispiel an so ein Sauerteigbrot denken, was innerhalb von 15 Minuten vielleicht zusammengemischt wird, ich will das nicht mehr backen nennen, dann haben wir also ohne Milchsäuregärung das hergestellt und
dann hat das Brot, der Teig, ein Glutengehalt von 75.000 ppm. Wir liegen also mit 12 ppm unter der Grenze von 20 ppm, womit wir sagen können, dieses Brot ist dann glutenfrei, wenn wir es so vorgehen. Weizenbrot glutenfrei, ja, ich habe mich nicht versprochen. Und wenn man es übernimmt aus so einer industriellen Fertigung, wo eben blitzschnell das alles gemacht wird, aus Profitgründen, was weiß ich, also was für Gründen noch, dann hat man 75.000 ppm. Also das ist schon beeindruckend, denke ich, bezüglich des Ergebnisses der Zauberkunst Sauerteig. Das langsame Fermentieren bei Sauerteig kann also den Sauerteig glutenfrei machen. Das, was wir wollen. Wir wollen unsere Glutenaufnahme reduzieren, weil es eben in unserer Umwelt, in der wir eben mit groß verarbeiteten Lebensmitteln anscheinend nur noch umgehen, was wir ändern müssen. Wenn wir also da abweichen, erreichen wir es im Brot glutenfrei zu sein. In einer Reihe von Studien hat man es eben gezeigt, dass der Blutzuckeranstieg eben herabgemindert wird, wenn man das Brot in der Form als Sauerteig eben bereitet und es nichts anderes als lange genug das gehen zu lassen. Ich gehe da noch darauf ein, näher. Sie kriegen auch von mir zum Download, jedenfalls diejenigen, die Abonnenten von AgriSmart sind, dann die Möglichkeit, die harten Fakten herunterzuladen. Das sind Rezepte und Vorgehensweisen, wie man vorgehen kann, um genau Brot herzustellen, Brot zu backen, diese Freude zu haben, dass dieses Brot dann glutenfrei ist. Und zwar auf die traditionelle Art und Weise. Zwischen Brot aus dem Supermarkt oder sogar dem Naturkostladen und traditionellem Brot aus langsam fermentiertem Teig kann ein himmelweiter Unterschied bestehen. Im Idealfall sollte die Zutatenliste Ihres Brotes so aussehen. Es sollte also Bio-Weizen sein, eine Starterkultur, da gehe ich noch näher darauf ein, Salz und Wasser. Ich wiederhole, es besteht also aus Bio-Weizen, Starterkultur, Salz und Wasser. Im Gegensatz dazu folgt hier ein Beispiel gleich einer Zutatenliste eines vielverkauften Bio-Sauerteigbrots, also Bio-Sauerteigbrot, was sich so toll anhört. Doch was sehen wir, was sich dort alles drin befindet? Die Zutaten dieses Bio-Sauerteigbrots sind Weizenmehl aus biologischem Anbau, Wasser, Meersalz, Essig aus biologischem Anbau, Hafermehl aus biologischem Anbau, Gerstenmalz aus biologischem Anbau, Sonnenblumen, Distelöl mit hohem Fettsäuregehalt aus biologischem Anbau, Hefe, Weizengluten aus biologischem Anbau, fermentierte Weizenstärke aus biologischem Anbau, Vollkornweizenmehl aus biologischem Anbau, Ascorbinsäure und natürliche Enzyme. Das also alles, wenn ich bloß dann denke, Malz, Öl, Essig, Stärke, Ascorbinsäure und die zusätzlichen Glutene werden zugesetzt, um den Fermentierungsprozess zu beschleunigen oder sind zur Geschmacksverbesserung notwendig. Denken Sie daran, durch den von Natur aus langsamen, traditionellen Fermentierungsprozess werden das Gluten und die Antinährstoffe im Getreide, wie beispielsweise Phytinsäure, die werden abgebaut durch das Traditionelle. Und die lange Fermentierungszeit ist auch die Ursache des wunderbaren Aromas und Geschmacks beim traditionellen Brotbacken. Im krassen Gegensatz dazu kann einem von dem Geruch in der Nähe einer Brotfabrik fast übel werden. Also ich finde, und ich möchte Ihnen das auch ganz schmackhaft machen, ich möchte Sie gerne motivieren, Ihr eigenes Brot mit niedrigem glykämischen Index und geringem Glutengehalt zu backen. Zum Brotbacken empfehle ich, so vorzugehen, wie Sie es herunterladen können in einem Dokument, dessen Link Sie unterhalb dieses Videos sehen, und zwar genau noch unter dem Link zu Kapitel 7. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen also viel Freude, wenn Sie Ihr eigenes Brot herstellen, und natürlich dann noch viel mehr Freude bei dem Duft, bei dem Geruch, wenn das Brot gebacken ist, und natürlich, wenn Sie dann das Brot essen.
Backen Sie also Ihr eigenes glutenfreies Brot mit niedrigem glykämischen Index. Sie finden dazu, wenn Sie also Mitglieder und Abonnentinnen sind vom AGL Smart Infodienst, dann finden Sie das unter dem Video in einem Link, beziehungsweise in zwei Links, finden Sie das dort. Und ich habe das hier mal eingeblendet. Wenn Sie also unter Ihrem Video nach unten scrollen, dann sehen Sie ja die verschiedenen Zugänge. Sie sehen den Download, verschiedene andere Dinge. Das Ganze ist eingeteilt in Teil 1 und Teil 2. Und unter dem Teil 2, ich habe hier einen Pfeil nochmal angebracht, da finden Sie Kapitel 6 und Kapitel 7. Und bei Kapitel 7 sehen Sie, dort gibt es den Link Sauerteigbrot backen und den zweiten Link Rezept Sauerteigbrot. Das wird Ihnen sehr hilfreich sein und ich verspreche Ihnen, da ich das selbst auch so nutze, es macht große Freude, so vorzugehen. Der dritte Link, der dabei ist, Verdauung in Ordnung bringen, auf den kommen wir auch noch in diesem Kapitel zum Schluss dann zurück. Also, so können Sie vorgehen, um die wichtigen Daten des Brotbackens, Brotgenießens mit niedrigem glykämischen Index, also glutenfreiem Brot, Weizenbrot, das können Sie genießen, indem Sie diese Informationen von diesen Links verwenden. Wie gesagt, für diejenigen, die Abonnentinnen und Abonnenten sind beim AGL Smart Infodienst. Nun, meine Damen und Herren, möchte ich häufig verwendete Lebensmittelzusätze erwähnen, die Sie meiden sollten. Und Sie werden sich vielleicht wundern, aber es ist aus meiner Sicht sehr notwendig, auch Ihnen mitzuteilen, dass selbst Bio-Lebensmittel Zusätze haben, die nützliche Mikroorganismen in unserem Darm vernichten. Und das ist relativ gefährlich und wir können es aber zum Glück umgehen, indem wir diese Zusätze meiden und vermeiden. Die erste Verteidigungslinie, also die erste Verteidigungslinie gegen mögliche Sensitivitätsreaktionen auf Weizen- oder Milchprodukte besteht darin, die Gesundheit und Funktionsfähigkeit der Darmwand aufrechtzuerhalten. Häufig verwendete Emulgatoren sind erwiesenermaßen für schwere Schädigung der Darmwand und damit für Störung der Verdauungsfunktion verantwortlich. Hier gibt es auch eine umfassende Sammlung bei mir von Studien, die das eben belegen. Emulgatoren, das sind zum Beispiel das Polysorbat 80 und auch andere, finden sich überall. Sie werden in verschiedenen verarbeiteten Lebensmitteln, selbst in Medikamenten, in Vitaminpräparaten, in Impfstoffen, in Seifen und Kosmetika eingesetzt. Sie sollen verhindern, dass sich Fett und Wasser absetzen. Sie emulgieren, also sie unterstützen die Emulgation. Sie sind in Alltagsprodukten wie Mundwasser enthalten, aber auch im Speiseeis, im Salatdressing und auch in Barbecue-Soßen. Überall dort, wo man schön Wasser und Fett durchmischt haben will, damit das alles schön aussieht. Forscher nehmen also an, dass schon eine leichte Dauerreizung der Darmwand durch diese Emulgatoren letztlich das Mikrobiom stört, also unsere Mikroorganismen schädigt, was zu einer Beeinträchtigung der Verdauung und der Blutzuckerregulierung sowie zu einer erhöhten Neigung zur Gewichtszunahme führt. Das sind also alles klassische Symptome von Nahrungsmittelintoleranzen. Sie sollten also diesen neuen Forschungsergebnissen Wert beimessen, die Tendenz also zu diesen Emulgatoren aufzeigt und andererseits die Gefahren damit beschreibt, die für unsere Darmwand entsteht, sollten also deutlich aufs Etikett sehen, sollten sehen, welche Zusätze dabei sind, also zum Beispiel solche Emulgatoren. Und auch wenn die von Gesundheitsbehörden als unbedenklich eingeschätzt werden, so habe ich dort eine andere Meinung. Lassen Sie sie weg. Sie werden sehen, denn sie spielen eine große Rolle, eine sehr negative Rolle in Richtung unserer Nahrungsmittelintoleranzen. Meiden Sie stark erhitzte oder ranzige Öle bitte in verarbeiteten Lebensmitteln. Dort finden wir die nämlich eventuell. Bei Brot, in Chips, Crackers oder Keksen, die Sie kaufen, ist eine der Zutaten vermutlich irgendein Öl. Wenn es sich um ein gekochtes oder gebackenes Produkt handelt, wie beim Brot, Chips, bei Crackern und Keksen, also gekocht oder gebacken, dann werden die Öle sehr schwer verdaulich.
Gerade kaltgepresste Öle aus biologischer Erzeugung werden umso schneller ranzig beim Erhitzen, je naturbelassener sie sind. Also hier ist die Gefahr, gerade bei naturbelassenen, kaltgepressten Ölen sehr hoch. Ranzige Öle behindern die Funktion von Leber- und Gallenblase. Das wissen wir schon bereits. Wenn der Gallefluss beeinträchtigt ist, bildet der Magen unter Umständen nicht so viel Magensäure, wie für die Aufspaltung der Proteine in Weizen und Milchprodukten benötigt wird. Ich bitte Sie, wenn Ihnen das nicht klar ist und nicht mehr gegenwärtig ist, sehen Sie sich die entsprechenden Kapitel oder das entsprechende Kapitel in diesem Kurs noch einmal an. Gehen Sie beim Kauf von kaltgepresstem Speiseöl davon aus, dass die Pressung bei niedrigen Temperaturen erfolgte, um sicherzustellen, dass das Öl nicht ranzig wird und keine Transfette und andere giftigen chemischen Substanzen bei der Verarbeitung enthält. Leider sieht die Realität ganz anders aus. Bei dem modernen Kaltpressverfahren wird das Öl mehrfach erhitzt. Ich habe es also richtig gesagt. Bei Kaltpressverfahren wird das Öl mehrfach erhitzt, sodass die meisten Öle entweder ranzig oder sogar steril werden. Was überhaupt somit dann dazu führt, dass sie gar keine natürlichen Inhaltsstoffe mehr enthalten, die ranzig werden könnten. Naturbelassene, unraffinierte Öle sind so empfindlich, dass selbst geringste Tageslichteinstrahlung eine Kettenreaktion von Radikalschäden auslöst. Also es wird ranzig allein bei Tageslicht und was eben gar nicht so stark darauf scheinen könnte. Bei Transfetten und anderen Nebenprodukten entsteht das also und wir sollten also dort vorsichtig sein. Traditionell, früher war das also so, traditionell wurden die Kerne von Hand gepresst und wie Milch ins Haus geliefert und zwar in dunklen braunen Flaschen, weil diese Öle eben so flüchtig, so empfindlich sind. Wie kann man das Speiseöl überhaupt in durchsichtigen Plastikflaschen verkaufen, wo Licht herankommt? Das ist für mich völlig unklar, aber das können Sie sich nur deshalb erklären, weil das eben dann preiswerter ist, billiger ist und da geht man eben diese qualitativen Schäden gern ein und Sie haben sie dann auszubaden oder wir haben sie dann auszubaden mit den Beeinträchtigungen unserer Darmtätigkeit. Es gibt aber auch nützliche Öle. Nach dem Forscher Udo Erasmus werden die meisten Öle, mit der Ausnahme von extranativem Öl, also extranativem Olivenöl, ich möchte es nochmal wiederholen, weil es wichtig ist, extranatives Olivenöl, das ist also die Ausnahme, werden sie also die meisten Öle mit zerstörerischen Verfahren behandelt. Extranatives Olivenöl wird zwar bei der Verarbeitung nicht allzu sehr geschädigt, kann aber durch starkes Erhitzen beim Kochen Schaden nehmen. Im Idealfall sollte Olivenöl nicht zum Kochen verwendet werden. Es kann aber den Speisen zugesetzt werden, nachdem man sie von der Herdplatte genommen hat. Halten Sie also Ausschau nach sogenannten expellergepressten Ölen von Herstellern, die sich bemühen, die Temperatur während der Pressung niedrig zu halten. Ein Hersteller, der das macht, schreibt das auch auf. Und da können Sie die Temperatur sehen. Suchen Sie nach Presstemperaturen unter 50 Grad Celsius. Das entspricht der europäischen Norm für Kalt- bzw. Expellerpressung. Diese Öle sind unbedenklich und gesund, aber sie dürfen nicht zum Kochen oder Braten verwendet werden. Achten Sie außerdem bei den Ölen, die Sie kaufen, auf das Datum der Ernte und der Pressung. Anders als guter Wein, der mit zunehmendem Alter immer besser wird, werden Öle das nicht. Die antioxidativen Polyphenole in pflanzlichen Ölen sind nur begrenzt haltbar. Ich möchte jetzt eine Liste Ihnen mal kurz vorlesen, was die besten Bioöle sind, weil sie, und ich gebe dabei gleich mit an, weil sie eben hitzebeständig sind. Deshalb gebe ich die Rauchpunkttemperaturen mit an. Da ist erst einmal das Avocadoöl mit 271 Grad Celsius, Senföl mit 273
53 Grad Celsius. G mit 251 Grad Celsius. Sehen Sie, es kommt immer wieder. Haselnussöl 221 Grad Celsius. Traubenkernöl 215 Grad Celsius. Kokosöl mit 176 Grad Celsius und Butter auch mit 176 Grad Celsius. Und jetzt kommt ein Vorschlag von mir, essen Sie nichts von dem, was nicht schlecht werden kann. Manche von uns erinnern sich noch an das Brot, das sie früher beim Bäcker kauften. Wenn es nicht innerhalb von 1 bis 2 Tagen aufgegessen wurde, wurde es hart und fing an zu schimmeln. Heute haben wir, wie ich schon erklärt habe, Bio-Weizenbrot, das in jeder Hinsicht gesund sein soll, aber selbst dann nicht hart oder schlecht wird, wenn es wochenlang in Ihrer Küche liegt. Es wird überhaupt nicht hart und schlecht. Und dem sollten Sie nun vertrauen? Ich bezweifle das. Denken Sie daran, es sind die nützlichen Bakterien, die ein Brot schlecht werden lassen. Wenn die also das Brot auf Ihrem Küchentisch nicht essen mögen, sollten Sie es dann tun? Ich rate ab. Denken Sie an die Gläser mit Würzmitteln in Ihrem Kühlschrank, die da schon seit Wochen, Monaten, vielleicht sogar Jahren stehen. Wundern Sie sich nicht, wieso die so lange im Kühlschrank stehen können, ohne schlecht zu werden? Die meisten dieser Produkte enthalten Konservierungsmittel oder raffinierte und verarbeitete Öle, die widerstandsfähig gegen jede Art von Bakterien sind, ganz gleich, ob von nützlichen oder schädlichen. Wir sollten Lebensmittel essen, die auch Ihre Mikroorganismen ernähren. Also halten Sie sich daran, wir bilden genau das ab. Wir möchten genau das haben, was auch unsere Mikroorganismen mögen. Denn dafür sind sie ja da. Im Allgemeinen lieben Ihre Mikroorganismen gesunde Fette und Ballaststoffe. Mikroorganismen sind keine großen Fans von verarbeitetem Zucker, Kohlenhydraten und verarbeitetem Fett in Brot oder Milch. In unserer Kultur waren wir super erfolgreich dabei, viele Stämme von Mikroorganismen auszurotten, von denen man inzwischen weiß, dass sie für optimale Gesundheit und die Verdauung von Gluten- und Milchprodukten gebraucht werden. Sie sollten all die Sachen in Ihrem Kühlschrank, die älter als 1 oder 2 Monate sind, einfach wegwerfen. Das ist ein guter Anfang. Nun gibt es aber auch Ausnahmen, nämlich natürliche Konservierungsmethoden halten unsere Lebensmittel länger. Selbstverständlich gibt es natürliche Konservierungsmethoden wie Milchsäuregärung, Haltbarmachung von Milchprodukten durch Bakterienkulturen und Konservierung mit Hilfe von Salz oder Zucker. Sie bedienen sich der nützlichen Bakterien, um die unerwünschten von diesen Lebensmitteln fernzuhalten. Infolgedessen sind viele dieser Lebensmittel, zum Beispiel Miso, Kimchi, Sauerkraut und einige Käsesorten, recht gesund. Eine geringe Menge von Milchsäure vergorenen Speisen auf Ihrem täglichen Speisenzettel ist eine großartige Methode, die natürlichen Bakterien in Ihren Darm zu füttern. Getrocknetes Getreide und Hülsenfrüchte, ebenso wie alle festen Wurzeln und auf der Erde wachsenden Gemüse wie Kohl und rote Beete, sind von Natur aus länger als 1 Monat haltbar. Solche Nahrungsmittel brauchen eine ganze Saison, um zu reifen und sind von Natur aus sehr robust und widerstandsfähig und verderben nicht so schnell. Die Natur hat ihre eigenen Wege, um Nahrung für den Winter zu konservieren, mit der unsere künstlichen Methoden nicht mithalten können. Wenn Sie Ihren Kühlschrank also ausmisten und denken Sie bitte daran, dass es hier die Ausnahme gibt, denn diese Lebensmittel, über die ich eben gesprochen habe, die können Sie länger aufheben und Sie bleiben ihn auch länger erhalten. So, nun wollen wir mal einen Blick voraus auf die nächsten Kapitel bringen. Das möchte ich jetzt ein bisschen, das mache ich jetzt zum Abschluss eines jeden Kapitels, einen Blick voraus. Das möchte ich ein bisschen mehr ausdehnen, damit Sie sozusagen noch mehr motiviert sind, die Inhalte der nächsten Kapitel zu rezipieren. Nachdem wir jetzt also einige Methoden behandelt haben, mit denen wir die vielen Giftstoffe in unserer Nahrung und ihre schädlichen Auswirkungen auf unsere Gesundheit am besten umgehen, ist es an der Zeit, unser Verdauungssystem im Detail zu untersuchen
und es wieder in Ordnung zu bringen. Und deshalb habe ich eine Darstellung auch zum Download für Sie, wie Sie Ihre Verdauung in Ordnung bringen. Das sind also die Inhalte der nächsten Kapitel. Und darauf möchte ich jetzt schon im vorausschauend in der Struktur zumindest besser darauf eingehen. Die Abonnentinnen und Abonnenten von AgeSmart, vom Infodienst, die Sie also Abonnentinnen oder Abonnent sind, Sie können das herunterladen auf der Seite, wie Sie es vorhin schon gesehen haben, wo Sie auch Sauerteig und das zu dem Brot herunterladen können. Und dort ist der Link dazu, wie Sie Ihre Verdauung in Ordnung bringen. Wenn wir Weizen und Milch Produkte erfolgreich wieder in unsere Ernährung aufnehmen wollen, müssen wir jetzt Folgendes tun. Und jetzt kommt eine Aufzählung von 7 Punkten. Erstens, die Darmschleimhaut reparieren, für regelmäßigen Stuhlgang sorgen und den Darm wieder dauerhaft mit Mikroorganismen besiedeln. Diese Mikroorganismen und verdauen dann Weizen- und Milchprodukte. Das erfahren Sie in Kapitel 8, also im nächsten Kapitel. Zweitens, das Lymphsystem reparieren müssen wir und den Stau darin auflösen. Das Lymphsystem ist für die meisten Symptome von Lebensmittelintoleranzen im Gehirn und im Körper verantwortlich. Das erfahren wir in Kapitel 9. Drittens, alle Funktionen im oberen Verdauungstrakt in Ordnung bringen und einen Neustart durchführen. Dazu gehören die Bildung von HCl, also Salzsäure im Magen, der Gallenfluss und die Bildung von Pankreas und 12-Fingerdarmenzymen. Dazu geht es dann in Kapitel 10. Viertens, den Blutzucker wieder ins Gleichgewicht bringen, dessen Störung die Volkskrankheit unserer Zeit sind. Instabiler Blutzucker kann Sie anfälliger machen für durch Getreide ausgelöste Über- oder Unterzuckerung. Darum geht es in Kapitel 11. Fünftens, die Verdauungsenergie wieder gut in Gang bringen und alte Giftstoffe mit unserer 4-tägigen kurzen Entgiftungskur für zu Hause aus dem Körper schwemmen. Und das lernen Sie kennen im Kapitel 12. Sechstens, um die Verdauung zu stärken und sicherzustellen, dass die Lymphe die Abfallstoffe aus jeder Zelle im Körper abtransportieren, müssen wir uns bewegen. Machen Sie regelmäßig meinen Esst-Weizen-Workout, um den Neustart Ihrer Verdauung abzuschließen und weiteren Problemen vorzubeugen. Das gibt es in Kapitel 13. Und siebentens und letztens, und schließlich wissen wir alle, dass Stress und gesundheitliche Probleme im Kopf anfangen. Denken Sie auch daran, wie sich unsere Gedanken und Gefühle auf unsere Verdauungsenergie, unsere Gesundheit insgesamt und unsere Zufriedenheit auswirken. Das erfahren Sie in Kapitel 14. Also freuen Sie sich auf die nächsten Kapitel. Es geht dann mit Kapitel 8 weiter.